Schade, hat nicht geklappt. Beginnt. Oh, es beginnt nicht. Oh. Ortszeit benutzen, okay. Jetzt muss ich mich nochmal zur Kanone teleportieren. Man sieht sich. Ich sagte teleportieren und nicht teleportieren. Welch Freude euch zu sehen. Oh, es beginnt. Es beginnt, ich komme da gleich hin. Gibt gleich eine schöne Tanzeinlage. Wie du. Ich bin hier der Tanzbär. 4, 3, 2, 1. Yes! Oh, das sieht ekelhaft aus. Blasheimers Volltreffer. Blasterheimers Volltreffer, sorry. Hui! Jetzt kriegt nämlich mal ordentlich schön Musik auf die Ohren. Wenn ich da jetzt schnell hinkomme. Hep, hep. Ja, komm. Ah, jetzt bist du da hoch. Was? Komm mit, Tristan. Bunny. Tanzen, dann geht er. Das sieht doch mal lässig aus hier. David, du bist echt bescheuert. Das war seine Idee. Ganz ehrlich, ich liebe diese Musik. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe sie. Die gibt's glaube ich seit Warcraft 3, ich weiß es gar nicht mehr. Echt? Natürlich, wenn du da einen Cheat eingegeben hast, kam die Musik. Ich erinnere mich nur, es gab mal eine Instanz, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Wo man, ich glaube beim Sommerfest oder so, keine Ahnung. Da konnte man, wenn man einen speziellen Gegenstand hatte, auch die Band rufen. Ich weiß nicht, die haben auf jeden Fall damals in der guten alten Zeit die ganze Zeit in einer bestimmten Stadt gespielt. Okay. Damals. Ich kann immer erleben, was passiert, wenn ich auf Sie bin. Boah, verlässt er mich einfach. 10% ich auf nicht. Alle Werte. Bah. Warum das? Mach mal Jubel bei einem der Mitglieder. Also bei der Band. Ah, okay. Beantwortet das deine Frage? Ich bin ein toller Background-Dancer. Ja, das Geile ist nämlich an der Sache, wenn man einer dieser Bands hier bejubelt, ganz egal wer es ist, kriegt man nämlich den Effekt aufgedreht und das erhöht alle Werte um 10%. Boah, hält aber nur 5 Minuten, der Höhe. Ist aber trotzdem geil. Na, aber 5 Minuten, da kann ich mir ein Toastbrot schmieren. Hui! Sag mal, First Step, auf was bist du eigentlich geskillt? Frage. Im Moment noch nicht wirklich. Ah, Furore halt, oder? Ja, ich seh's. Wow, okay. Ich finde, es ist mal wieder Zeit für eine Instanz. Oh, wenn der Chef das sagt. Aber jetzt noch nicht. Der Chef anmelden. Jetzt noch nicht. Ja. Muss aber trotzdem der Chef dann anmelden. Wow, jetzt komm ich mal vor, wie heute Nacht ist wieder. Rock'n'Roll! Ich stehe auf diese Musik. Kann ich mich hier nicht irgendwie glitschen oder so? Also, ich muss das.
wollten wir alle nicht. Dann ist es halt doch passiert. Fucking awesome, geil. Jetzt bin ich ja der Hauptattraktion. Hallo! Hallo! Und da sagst du zu mir, ich sei bekloppt! Das habe ich nie gesagt. Alter! Das hab ich nie gesagt, also anmelden müsstest du dann höchstens. Nicht vergessen, ich kann's nicht. Erstmal die Quests, dann das andere. Ja, er heul doch. Gebt gleich ordentlich eins auf die Bobbes. Wieso? Oh, Mondfahnschrecken, Säule durchstreichen. Mondfahnschrecken, oh geil. Die brauche ich. Gegen die kämpfe ich. Ayo. Und den nehme ich's auf. Willst du das echt über? Ja, das hat eine Entscheidung. Oh, die denken jetzt, die werden hier die Babus. Nur würdest du das noch keine Sekunde überleben. Würdest du auf die Karte schauen? So, wer kriegt jetzt hier auf der Bobbes? Ne? Okay, du willst es ja unbedingt, okay. Ah, oh, wer hier jetzt, ne? Okay, ich komme. Nein, bleib doch da, mach deine Quests fertig. Das lasse ich mir doch nicht entgehen, wie David von einem Wolf zerfleischt wird. Hallo Wolf, ich bin ein Bär, und du? Oh, ich hab ihn verspottet. Nee. Sag gute Nacht. Nee. Das überlebst du definitiv nicht. Doch, der Jäger hat den verspottet. Ich verspotte den jetzt nochmal. Du bist doch bekloppt, ist neu. Du bist doch echt bescheuert heute. Hallo Allianz Gnome, hallo. Warum verspotte ich den? Weil du bekloppt bist. Komm schon, ja, ich mach ihm Schaden. Ja, geil. Fuck, wow. Ja, ich mach ihm Schaden. Mach ihm Schaden. Höllenmutter Mond. Oh, aber T-Life, warte kurz. Ich bin wieder. Dann wieder. Bitte. Du möchtest nicht tot sein. Ich hasse sterben. Rarer Gegner, Mondfang, meins! Geil, ich mal ein bisschen mit Leben. Oh, danke. Na, Heilung? Ja, jetzt komm erstmal her. Hallo. Hey, Mondfang. Hallo. Verfehlen. Ja, getroffen! Oh, gerade noch so eben entkommen. Ich weiß gar nicht, was du droppst, aber du droppst bestimmt irgendwas. So, gibst mir das, was ich habe. Was macht der denn? Hallo! Was droppt der denn? Das weiß ich ja. Er droppt. Nein. Also nee, das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Ich will dieses Vieh. Das muss ich mir doch. Ich schick dir später noch ein paar Dateien, die du mit paar Audiodateien. Ich glaube, du kannst jetzt schon denken, was, oder? Nochmal, das habe ich gerade akustisch gar nicht so verstanden. Ich schicke dir später ein paar Audiodateien und ich denke, du kannst ja schon denken, was für. Das habe ich gerade. Das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Es kommt mir gerade so. Ja. Das kennt man doch irgendwoher. Mhm. Ich hänge fest an einem Baum. Ja, ich treffe Mondfang gleich zweimal hintereinander. Yeah, ich bin voll der Skiller. Yeah. Ich will wieder leben! Yeah, ich bin hier Babo! Ja, nochmal getroffen! Ich mach jetzt Babo, du bist jetzt
Was ist denn das? Nein, ich sag's jetzt. Nein! Jetzt wird er resettet oder was? Natürlich wird er resettet, danke, ihr Schlaumeier. Egal, egal, ich mach den jetzt einfach mit. Nimm erstmal eine Heilung. Mach deinen dein Göschel. Ich hab keine Ahnung, was da kommt. Aber ich will. Wow. Getroffen. So, wir können so viel gegen den Aufsicht. Lauf! Ah, viel etwas. Oh Gott. Ich hatte warum, Glück. Warum machen wir hier eigentlich mit? Nein! Dieses Kackvieh! Ah, Rudelwurm. Boah, ey. Ah, und du lebst natürlich auch wieder nicht. Das war immer wieder klar. Jetzt müssen wir ja wieder hinlaufen. Ich kann dich sowieso im Kampf nicht wiederbeleben. Das geht leider nicht. Wenn es doch noch eine schnellere Möglichkeit gibt, da irgendwie hinzukommen. Und jetzt vielleicht mit einer Menge Fantasie. Gott, jetzt geht das wieder los, ey. Das ist halt typisch David. Komm schon, wie viel Leben hat er noch? Oder wird er... Nein, der wird jetzt wieder Risse. Oh ne, oder? Tilef, mach du deine Aufgaben weiter. Ich mach hier noch ein bisschen... sterben. Meinst du denkst, du kannst dir hier als einziger die Beute einsacken. Hast du dich aber geschnitten. Ich bin doch... Schneid mich doch nicht. Bitte. Ich will die Beute mithaben. Nicht nur du. Du musst es mir doch nicht bieten lassen. Weil dieses Rudelgedöns kommt, sind wir aber gleich wieder instant tot. Ach komm schon! Warte. Hast du recht an ihm? Also wird er denn nicht als grau angezeigt? Lauf, kleines Mädchen. Ja. Er wird mir nicht als grau angezeigt. Okay, dann brauchst du eigentlich nur liegen bleiben. Danke. Ich kann dich halt leider nie wiederbeleben. Ne? Nee, nicht schon wieder sterben. Oh nö. Kommt Leute, tötet dieses Vieh! Oder resettet es, Nein, tötet es, es ist kurz vorm Tod. Resetten! Das Vieh hat ja auch nur 174,5 Millionen Leben. Ah, ohne mich, ne? Würden die das nie im Leben schaffen. Musst du auch mitnehmen. Ich bleib mal noch eine Runde tot liegen. Und wurde er resettet? Nein. Komm schon. Yes! Ja, ich kann ihn looten, er glitzert. Bei mir auch. Aber ich brauch noch kurz. Bin aber, tot. Aber könntest du mich gleich mal wiederbeleben, bitte? Ja, gleich. Komm schon. Wir schwirren mir zu viele Wölfe vor dem Moment. Alter, diese Wölfe, die sind aber auch bösartig. Was sind die? Sind die aggressiv eigentlich? Ja. Fuck. Ups, jetzt hat's Priester. Hi Hexenmeister, du schaffst ja ganz sicher alleine. Priester, warum bist du tot? Mann. Ah, oh, danke für die Wiederbelebung. Da, wo ist jetzt Mondfang? Mondfang! Ja, liegt da. Und er schmeißt Mondfangs Pelz. Level 90! Was ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Ach toll, nee. Okay, T-Life, und das hat uns jetzt rein gar nichts gebracht.
Schimmernder Mondstein habe ich bekommen. Alla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 l
diese dämlichen Gewinnlose, die man bei jedem Spiel. Was? Diese komischen Gewinnlose, was bringen die überhaupt, die man überall gewinnt? Dafür kannst du die accountgebundene Rüstung, Reittiere und andere Gimmicks kaufen. Ich bin ja. Aber dafür muss man auch irgendwie bestimmt viel hunderte sammeln, ne? Ich glaube für ein Reittier 150? Ich weiß nicht, ich hab's nie gemacht. Weil einfach keine Ahnung. Keine Lust. Genau. So könnte man sagen. Ja, bin gleich wieder da. Jo, alles klar. Wie lange hält denn dieser Ruf der Erfahrungsgewinn? Eigentlich nur so lange bis Ende. Oh. Ja, natürlich, ich sehe zerstört, obwohl ich gar nicht in der Nähe mehr war. Ja, ist klar. Entweder bis die Zeit abgelaufen ist, also sprich eine Stunde, oder wenn man halt stirbt. Okay. Dann mach mal du deine Quiz. Ja, dann steige wir von 0-3 in den Nif. Und dann machen wir, ich muss eh erstmal wieder gleich den Ruf erhöhen, weil bei mir ist es nämlich ja schon abgelaufen. Und dann machen wir, würde ich sagen, machen wir mal die Burg hin. Burg Schattenfall? Ja. Okay. Da sind wir auch in den letzten Parts immer wieder dran vorbeigelaufen an dieser Burg. Beziehungsweise einmal sind wir daran vorbeigelaufen. Ja. Jetzt können wir auch mal reingehen. Ja, das stimmt allerdings. Lust auf ein Glas? In der guten Zeit, wo es noch nicht diesen Dungeon-Finder gab, man immer zu der Instanz hingehen musste. Das war beim Fels war das immer, falls du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich erinnere mich doch schon vage daran, ja. Das war immer so lästig, weil du dann immer so ewig lang unterwegs warst. Es war bald eine Stunde Anreisezeit. Ja, ja, das stimmt. Glaube ich, schieß mich nochmal mit der Kanone.